Alfred, Sie sind mir inzwischen ein Freund geworden. Nach all dem, was passiert ist, sollten wir nicht mehr von Freundschaft sprechen. Ah, diesen Standpunkt vertreten Sie vielleicht. Lassen Sie nur, ich wäre Ihnen im Wege. Verzeihen Sie mir, dass ich manchmal ungerecht war. Ich weiß ja, dass Sie genau genommen nur versucht haben, mich zur Vernunft zu bringen. Ja, aber es ist mir nicht gelungen, mein Freund. Die Polizei ist schon hier gewesen. Sie wird sicher wieder. Ja, ich darf keine Zeit verlieren. Sie wollen nicht mitkommen. Na schön. Werden Sie mir einen allerletzten Gefallen tun? Aus alter Gewohnheit sozusagen. Worum geht's? Cassandra, würden Sie... Ich würde mich gerne von ihr verabschieden. Würden Sie versuchen, sie für mich zu finden? Bitte. Hallo. Hallo. Nett, dass Sie wieder da sind. Und? Was darf ich Ihnen heute anbieten? Ein Martini auf Eis. Absolut richtig. Ach, bitte, stellen Sie den Scheck auf das Kinderheim von Santa Barbara aus. Ja, und dann schicken Sie ihn bitte zu mir. Ich danke Ihnen, Helen. Auf Wiederhören. Tag. Helen Coltrane übernimmt die Bürgschaft für $5,000. Na, fantastisch. Sie hat das meiste gespendet, als Derek seinen Aufruf damals gestartet hat, als er hier ankam. Kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit. Nee. Damals sprachen die Medien von Derek als einem ungekrönten Verfechter der Menschenrechte. Tja, zu dumm, dass niemand seine wahren Motive erkannt hatte. Ja, wer hätte es damals auch ahnen können? Weißt du zufällig, wo dein Vater im Moment steckt? Er ist vor einer halben Stunde weggegangen. Stimmt was nicht? Nein, es ist alles bestens. Nein, schon in Ordnung. Ich muss ihn nur kurz sprechen. Am besten, ich warte einen Augenblick. Willst du mir auf der Terrasse Gesellschaft leisten? Ich kann jetzt leider nicht, Mama. Ich habe noch zu tun. Ich muss noch 7 Anrufe erledigen. Du hast dir da einiges aufgehalst, nicht wahr? Ja, es dient aber einem guten Zweck, oder? Und es lenkt dich ab. Wovon? Es wundert mich nur, dass deine verstärkten Aktivitäten zufällig mit Robert Bars Rückkehr zusammenfallen. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass dir im Moment alles recht ist, was dieses Thema nicht berührt. Oder täusche ich mich da? Ach, Ihre Handschrift ist saumäßig, Mr. Barr. Und ich bezweifle, dass Sie sie selbst entziffern können. Ist das eine 4 oder eine 6? Sieht aus wie eine 4. Aha, und ist das hier ein N oder ein U? Oder vielleicht ein X? Das Wort heißt November. Das heißt, dass das Waisenhaus bis November mietfrei sein wird. War so lange mietfrei? Im Moment ist dort kein Geld vorhanden. Neulich noch hieß es unter anderem, nagelt die Biester an die Wand, wenn ich mich nicht irre. Was soll ich tun, Renfield? Etwa die armen Kleinen auf die Straße setzen? Natürlich nicht. Insbesondere, da Kelly Capol sie zu ihrer Aufgabe gemacht hat. Mr. Hunt, Sie haben nicht zufällig etwas so Schnödes wie einen Termin gemacht? Schon gut, Renfield. Du hältst sie viel zu kurz an der Leine, Bobby. Sie wird bei jedem Besuch bissiger. Wenn wir wieder Partner sind, wird der Dobermann meine Hand lecken. Was sagst du da? Ich hab's mir überlegt. Lass uns über deinen Vorschlag reden, Robert. Information kam von Bernardo Tagliati. Anscheinend halten die beiden Frauen ihn als Geisel. Er hat uns von einer Tankstelle aus angerufen. Und zwar ist es der Ort, den ich Ihnen schon beschrieben habe. San Isidro. Ja, nur werden die vermutlich nicht mehr dort sein. So wie ich ihn verstanden habe, sind sie inzwischen auf dem Weg zur Grenze. Die Zentrale soll alle Einheiten in Bereitschaft halten und den Hubschrauber klamm machen. Ja, ich bin schon unterwegs. Deine Anstrengungen sind völlig umsonst. Ich kann dein Gestammel sowieso nicht verstehen. Er hat gesagt, du sollst das Beil wieder wegstecken. Konzentrier dich aufs Fahren. Dora, er ist gefesselt und geknebelt und ich fahre 33 Meilen pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, ihn mit dem Beil zu bedrohen, um den armen Kerl davon abzuhalten, vor uns wegzulaufen. Miss
Mr. Taliati soll sich gewiss sein, dass wir keine halben Sachen machen, Annie. Wie kannst du bloß mit einem Typen Mitleid haben, der versucht hat, uns der Polizei in die Arme zu treiben? Na schön, wir sollten ihm verzeihen und nicht kleinlich sein. Aber er hat mich hübsche Lady genannt und einer hübschen Lady macht keiner Schwierigkeiten. Er war in der Telefonzelle und seine Lippen bewegten sich wie ein Wasserfall. Wen hat er wohl angerufen? Sein Lieblingsrundfunksender? Also gut, ich würde gern hören, wie Bunny das rechtfertigen will. Einverstanden? Wenn er uns wirklich ausliefern wollte, soll er es zugeben. Wenn er den Mut hat, soll er es mir ins Gesicht sagen. Okay. Sag's ihr ins Gesicht. Würde ich so etwas tun? Sehe ich so aus, als würde ich zwei Ladies an die Polizei verraten? Siehst du, Laura? Vater im Himmel, steh mir bei. Der Dreckskerl lügt, Annie. Er versucht, seine verdammte Haut zu retten. Ich habe im Dschungel angerufen. Ich verdiene mit diesem Laden meine Brötchen. Das ist mein Job. Ich will nicht, dass er während meiner Abwesenheit in Konkurs geht. Dieser Laden ist ein Teil meines Lebens. Was hast du ihnen erzählt? Dass du gerade auf Tahiti in der Sonne sitzt? Nein, ich sagte, ich bin noch bei meiner Familie in Vegas. Was du nicht sagst. Annie, wir fahren von der Straße runter. Nimm den nächsten Feldweg. Ist das wirklich nötig? Weil ich muss dann runterschalten und weißt du vielleicht, wo der zweite Gang ist? Ja, das weiß ich. Zu deinem Bedauern, Annie, werden wir uns jetzt wohl oder übel von unserem Weggefährten trennen. Denn wenn sie jetzt nach ihm auf der Suche sind, gehen wir mit ins Netz. Also, deshalb bin ich dafür, dass wir unseren Freund irgendwo in der Natur abladen, wo es schön ruhig ist. Madonna mia. Das ist so ähnlich wie ein Zementieren. Sei nicht albern, Bunny. Denkst du, ich könnte jemanden umbringen? Ich meine absichtlich. Wir geben dir Essen und Wasser und du kannst dich ganz gemütlich auf den langen Weg zurück zur Zivilisation machen. Denke positiv. Sieh es als einen Abenteuer-Wochenendausflug oder sowas. Deinem Erlebnis berichten kannst, wird genug Zeit vergangen sein, dass Annie und ich bereits längst außer Landes sind. Das kannst du vergessen, Schwesterherz. Wenn du vorhast, Bunny an die Luft zu setzen, dann nur mit mir. Du wirst in der Hütte mit vorgehaltener Waffe vor vier Zeugen festgehalten. Der Reg lässt die Pistole fallen. Und keiner der Umstehenden macht irgendwelche Anstalten, ihn eventuell an den nächsten Stuhl zu fassen. Sie waren allesamt damit beschäftigt, Cassandra Benedict Fragen zu stellen. Unter anderem über die vergangenen Jahre. Und er konnte ganz unbemerkt entkommen. Ja, so peinlich es ist. Die Polizei sucht natürlich nach ihm, aber solange er frei herumläuft, wäre es mir lieber, du und Samantha, ihr seid in Polizeigewahrsam. Und was ist, wenn sie ihn niemals finden? Irgendwann muss mal Schluss sein, denn es wird mir langsam zu viel. Genauso hast du wohl mit den Beamten geredet, die dich geschützt haben. Sie wollten uns selbstverständlich nicht gehen lassen. Aber ich kriegte sie rum. Und zwar habe ich mich auf Cruz berufen. Ich wollte ihn sehen, aber es hieß, er sei nicht ansprechbar. Was hat das zu bedeuten? Tja, Cruz wurde von ein paar Schlägertypen überfallen. Die haben ihn übel zugerichtet. Er ist zunächst ins Krankenhaus gekommen und dann nach Ohio in eine Spezialklinik verlegt worden. Außer Eden darf im Moment niemand zu ihm. Oh Gott. Ja, das ist schlimm. Er wird sicher überstehen, aber wie es genau um ihn steht, werden wir wohl erst von Eden erfahren. Also, es ist doch wirklich wie verhext. Du machst dich davon, weil die Dinge eskalieren und kaum bist du zurück, da geht die nächste Krise schon wieder los. Na, Hauptsache, wir sind wieder zusammen. Naja, eine weitere Woche wäre besser gewesen. Nein. Also ich... Nein! 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 Wenn du mich nicht sofort in den Arm nimmst und mir sagst, wie sehr du mich vermisst hast, dann küsse ich dich so lange, bis du erstickst. Bitte entschuldige, ich habe mir doch nur Sorgen um euch gemacht. Ich weiß. Ich weiß. Deshalb bin ich doch hier, weil du mich brauchst. Dann leiden wir gemeinsam, okay? So wie wir es immer tun. So, und wie kommt's zu dem plötzlichen Sinneswandel? Ich war so frei, darüber nachzudenken. Und dabei bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass man durchaus Privates und Geschäftliches trennen kann. Naja, so wie bei Tonnell. Ich mochte ihn nie. Vergleichst du mich jetzt etwa mit Anthony Tonnell? Nicht doch, Bobby. Du hast weitaus mehr Niveau. Tonnell im Niveau zu übertreffen, ist kein Kompliment. Es versteht sich von selbst. Dann wollen wir nichts drauf geben. Wie wär's, wenn wir eine Gesellschaft zur gegenseitigen Bewunderung gründen? Gut zu wissen, dass du etwas vorhast, das dich bewundernswert macht. Wenn ich mich auf eine Partnerschaft einlasse, bin ich voll dabei, wie du weißt. Aber unter einer Bedingung, Bobby. Ich arbeite mit dir und nicht für dich. Was sonst? Es ist genau das, was ich erwarte. Also gut. Womit soll's losgehen? Harlan Richards. Du kennst ihn bestimmt. Wer kennt ihn nicht?
Gleich nach C.C. Köppel der mächtigste Mann der Stadt. Ich meinte nicht, was du aus der Klatschspalte weißt, sondern von seinem Geschäftsgebaren her. Ich hatte hin und wieder geschäftlich mit ihm zu tun. Ja, richtig. Ging es dabei nicht um ein paar kleine Geschäfte, die dich in Bedrängnis brachten, so, dass er alles aufkaufen konnte und Nachtclubs gründete? Wenn du so gut Bescheid weißt, warum fragst du? Ich wollte nur herauskitzeln, inwieweit unsere gemeinsame Zukunft von der Vergangenheit gelenkt wird. Bobby, Tonnell und Richards sind wirklich nicht zu vergleichen. Natürlich hatte ich Mitleid mit den Leuten, die ihren Job verloren, aber sie wurden ausbezahlt und es lief alles im Rahmen der Legalität ab. Ich frage mich, ob das bei dir ebenso sein wird. Ich hoffe, dass ich dich ohne Bedenken anrufen kann, oder... Irre ich mich da? Es tut mir leid, dass ich uns in diese unangenehme Lage gebracht habe. Niemand hat irgendetwas vor mir zu befürchten, okay? Nein, ich kann dir nicht sagen, wohin ich gehen werde. Ich rufe dich auch nur an, um mich zu verabschieden. Ich bitte auch nicht um Vergebung, weil ich niemanden darum bitten würde. Wir wollen nicht vergessen, dass wir uns Bruderschaft schworen. Nein, nein, es war mehr als das. Es war allein unsere freiwillige Entscheidung. Und diese Entscheidung hat mir in meinem Leben weitergeholfen. Es war sehr wichtig. Jetzt werden wir wohl getrennte Wege gehen. Ach, ich weiß, dass es nie einen Ersatz für dich geben wird. Jetzt bleibt uns nur noch, dass wir einander Lebewohl sagen. Mir fällt gerade ein, wie wir, als wir noch klein waren, uns vorstellten, an einer Rittertafel zu speisen und daran dachten, wie all unsere Träume in Erfüllung gehen. Und nun vergiss nie, wie wichtig du für mich warst. Immer mit der Ruhe, Craig. Wie ich schon sagte, du wirst bei mir nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das will ich auch gehofft haben. Das kann ich mir vorstellen. Es wäre geradezu fatal, wenn du ausgerechnet jetzt ins Gefängnis müsstest, wo du versuchst, eine neue Karriere zu starten. Die Rollenverteilung gefällt mir nicht. Du als der selbstlose Moralapostel und ich als fragwürdiger Geschäftemacher. In puncto Missetaten stehst du mir in nichts nach. Der Unterschied ist, dass du einen richtigen Titel hast, hinter dem du dich verstecken kannst. Doch wir beide wissen, wie oft du ihn missbraucht hast. Sind wir hier, um unsere Lebensläufe zu vergleichen oder um ein Geschäft abzuschließen? Schon besser. Also was willst du von Richards? Sein Grundbesitzer am Strand. Ich möchte ihn kaufen. Und warum? Das ist momentan nicht relevant. Kurz gesagt, ich habe vor, dort zu investieren. Er will nicht verkaufen? Er weiß noch nichts davon. Er weigert sich, meine Anrufe entgegenzunehmen. Weswegen? Nun, er und ich hatten eine winzige kleine Meinungsverschiedenheit. Ich hatte ja keine Ahnung, wie empfindlich dieser Mann ist. Soviel ich weiß, bist du mit ihm in Freundschaft auseinandergegangen, stimmt's? Freundschaft wäre nicht richtig. Sagen wir, ich habe gute Arbeit abgeliefert. Dann bring deinen Gönner zu einem Geschäftsabschluss. Was springt für mich raus? Ich werde dafür sorgen, dass du zukünftig deine Gläubiger nicht mehr fürchten musst und stelle deine Liquidität wieder her, so wie es deiner Idealvorstellung des anständigen Bürgers und Steuerzahlers am ehesten entsprechen würde. Ich habe da was einzuwenden. Tu dir keinen Zwang an. Nur was unsere Strategie betrifft. Ich glaube, wenn Richards sich weigert, mit dir Geschäfte zu machen, wäre die Sache zum Scheitern verurteilt in dem Moment, wo ich als dein Partner auftrete. Besser, wir vermitteln den Eindruck, ich sei sein direkter Verhandlungspartner. Auch wenn du die volle Verantwortung übernimmst, wenn das Geschäft schief geht? Es wird nicht schief gehen. Dein Selbstbewusstsein scheint nach unserer letzten Zusammenkunft enorm gestiegen zu sein. Wäre ich ansonsten dein Partner? Nein. Ich frage mich nur, wo dein neues Selbstbewusstsein herkommt. Wenn du selbst das Gefühl hast, zur zweiten Garnitur zu gehören, wirst du auch entsprechend behandelt. Mit sehr viel Glück aber gibt dir jemand trotz der Zweifel eine Chance. Es genügt ein Augenblick, der plötzlich alles ändert. Und Kelly Capwell hat dir diese Chance gegeben.
Wir wollen doch ein Geschäft in die Wege leiten. Wenn du Interesse hast, sollten wir das Thema Kelly Capwell nicht mehr anschneiden. Abgemacht? Abgemacht, Craig. Du bist gekommen? Derek, Alfred sagte mir, dass du die Stadt verlässt. Wieso? Weil ich sonst ins Gefängnis gehe. Wie konnte es so weit kommen? Wieso ist nur alles außer Kontrolle geraten? Nicht doch, ich bereue nichts, das sollst du wissen. Cassie, ich würde das Gleiche wieder... Aber du hattest es auf einen Unschuldigen abgesehen. Mason ist unschuldig. Ich tat es aus Prinzip, das darfst du dabei nicht vergessen. Es war gut und es war richtig so. Wenn du das Gefühl hast, dass ein unwiderrufliches Unrecht geschehen ist, dann nützt Weinen nichts. Man muss was dagegen unternehmen und das heißt handeln. Die anderen drei waren zu schwach. Ich hatte geglaubt, dass meiner kleinen Schwester etwas zugestoßen war. Und mir wäre alles recht gewesen, den Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ich hätte mein Leben dafür gegeben. Aber verstehst du denn nicht? Ich wollte das nicht. Das hätte ich nie von dir verlangt. Oh, Cassie. Glaub mir, dadurch war alles sehr viel leichter. Du hast nie etwas verlangt. Nie? Wir hatten uns mit allem arrangiert. Wir hatten Angst, auf unsere Rechte zu bestehen, so hatten sie es uns auch eingebläut. Wir sollten uns einfach nur dankbar erweisen. Und dann haben sie gesagt, dass wir später davon profitieren Derek, werden. Derek, wir leben schon lange nicht mehr im Waisenhaus und sind nicht mehr die verschreckten kleinen Kinder. Also lass du es auch Vergangenheit sein. Kannst du es denn vergessen? Kannst du deine Vergangenheit wirklich vergessen? Können es Steven oder Ethan? Wir sind Waisenkinder und wir sind selbst nie Eltern geworden. Wir werden niemals den Makel unserer Kindheit überwinden. Und die Einsamkeit in unserem Innersten frisst gnadenlos weiter. Sie frisst sich durch unser ganzes Leben. Und wo wirst du jetzt hingehen? Wohin? Ach, irgendwohin. Danke fürs Kommen. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Danke für alles. Ja, ich schulde dir so viel. Du schuldest mir gar nichts. Du steckst meinetwegen in diesen Schwierigkeiten, Derek. Cassie, du bist der Sinn meines ganzen Lebens. Verstehst du das denn nicht? Weißt du noch, wie wir damals als Kinder... Weißt du noch, wie wir uns überlegten, als gefürchtete Ritter auf einen geheimen Kreuzzug zu gehen? Dich zu rächen. War mein Auftrag. 20 Jahre lang. Die meisten Menschen lassen sich treiben. Sie haben nichts, wofür sie kämpfen könnten. Keinerlei Herausforderung. Nichts, womit sie es aufnehmen wollen. Für mich war es eine Frage der Ehre und ein Privileg, deinen Mörder zur Strecke zu bringen. Ich verstehe dich nicht, Derek. Wirklich nicht. Trotzdem bin ich froh, dass du hier bist, um dich zu verabschieden. Ach, du solltest dich mal sehen. Mein kleiner Liebling. Was ist? Hey, sag mir, was los ist. Ach, nichts. Gar nichts. Ich bin nur traurig, dass unser Wiedersehen nur so kurz war. Was soll ich tun? Die Polizei Nein, ist hinter nicht, mir. Nein, versteh mich nicht falsch. Oh, ich glaube, ich verstehe dich sehr gut. Ich weiß, was du meinst. Und worauf du hinaus willst. Nach all den Qualen, die ich deinetwegen litt, erlaubst du dir, über mich zu richten? Du nimmst dir das Recht heraus, mich für meine Taten zu verurteilen? Es ist dasselbe Parfum, das du an dem Abend... Wie auch immer, setz dich. Willst du nicht wissen, warum ich hier bin? Um den Sonnenuntergang zu beobachten? Falsch, ich bin hierher gekommen, um dich zu sehen. Oh, ich bitte deine Begeisterung am Zaum.
Kelly, das haben wir hinter uns. Was denn? Unsere Annäherungsversuche sowie das Versteckspiel. Ich will diesen Schritt nicht nochmal gehen, verstehst du? Verstehe. Während ich allein zu Hause sitze und du hier dein Drink nimmst, machen wir Fortschritte. Es ist jedenfalls ehrlich. Es ist langweilig. Ich kann wirklich keinen tieferen Sinn darin erkennen. Ich vermisse dich. Vermisst du mich auch? Jede schleichende Minute endloser Tage, was hilft's? Tu mir einen Gefallen. Erklär mir doch mal, wieso wir so leiden müssen. Ich hab's vergessen. Na gut. Lass uns gehen. Wohin? Dorthin, wo wir ungestört sind. Fühlt sich der Sand zwischen den Zehen so gut an? Der Mensch wird ohne Schuhe geboren. Und ohne Krawatte. Sag schon, was verlangst du von mir? Es geht einfach nicht. Wir sollten es irgendwie durchhalten. Und leicht fällt es auch mir nicht. Für uns beide so positiv aus. Ich verstehe nicht, wieso du dich plötzlich abwendest. Du willst es nicht verstehen. Gerade weil wir uns beide so nah waren, will ich um nichts in der Welt etwas riskieren. Du bist diejenige, die ihren Kopf in den Sand steckt. Sieh den Tatsachen ins Gesicht. Tu's für mich. Du machst mehr Theater um Robert, als nötig ist. Sag mir einfach. Warst du in ihn verliebt oder nicht? Jetzt liebe ich ihn nicht, in Ordnung. Warum akzeptierst du diese Antwort nicht? Ich werde sie akzeptieren. Sobald du dich nicht mehr so sehr anstrengst, ihm nicht mehr über den Weg zu laufen. Sobald du nicht mehr Robert Barr oder mir mit allen Mitteln zu verstehen geben willst, dass sich dieser Mann nur noch einen feuchten Dreck interessiert. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Ihn zum Essen einladen? Ihn in den Polo-Club aufnehmen. Kelly, ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Und wenn du dann soweit sein wirst, werde ich es allein daran erkennen können, wie du mich ansiehst. Ich habe dir vertraut, Bunny. So, das wär's, Ladies. Sie haben das Recht zu schweigen. Wieso? Wieso sollte ich schweigen? Nein, ich werde diesem Mann mitten ins Gesicht sagen, was für ein Gefühl das ist, wenn man in seinem Vertrauen verletzt wird. Du weißt, ich habe zu dir gestanden. Ich habe deinen Kopf gerettet, während sie dich einfach in der Wildnis aussetzen wollte. Ich hatte so viel Mitgefühl für dich. Ich hörte mir die ganze Zeit dein Gejammer an und habe versucht, dich zu verstehen. Und das ist jetzt der Dank. Nein, er hat keine Schuld, Annie. Ich wette, in dem Ding sitzt mein fürsorglicher Ehemann. Der Bezirksstaatsanwalt hat an diesem Fall ein persönliches Interesse. Ja, das hat seinen Grund. Oh, gar nicht schlecht, Laura. Ach, Liebling. Ich erkenne dich doch trotzdem wieder. Ich habe dich in der ganzen Stadt gesucht. Hast du mit Sissi geredet? Ja, wir haben uns lange unterhalten. Das Gespräch war sehr aufschlussreich. Inwiefern? Weißt du, ich befürchtete, er würde eine Klage wegen Verleumdung einreichen und die Veröffentlichung des Films dadurch verhindern. Aber stattdessen stellte sich heraus, dass ihm der ganze Streifen gehört. So gesehen kann er mit seinem Film natürlich machen, was er will. Es war für mich genauso schwer. Ich glaube nicht, dass du deswegen schlaflose Nächte hattest. Du hast die Rechte an diesem Film sozusagen abgetreten, ohne dabei auch nur einen Augenblick lang zu zögern. Na schön, er hat den Film finanziert, aber er hat deshalb keinen Einfluss auf den Inhalt gehabt. Er hatte keinen Einfluss auf den Inhalt, na, das wird das Gericht amüsieren. Sophia, ich werde um diesen Film kämpfen. Wir beide
Mach dir darüber keine Illusionen, Stephen. Ich will, dass er weiß, dass er mich nicht zum Schweigen bringen wird. Obwohl ihr beide mich hintergangen habt, werde ich deswegen nicht aufgeben. Ich habe gute Arbeit geliefert und will, dass dieser Film gezeigt wird. Das will ich auch. Aber allein schaffst du es nicht. Früher oder später wirst du auf meine Hilfe angewiesen sein. Auch wenn ich es nicht gern tue. Aber dafür spiele ich deine Komplizin. Derek, bitte. Du tust mir weh. Entschuldige, Cassie. Ich verzeih mir bitte, es tut mir leid. Entschuldige. Aber du hast mir auch wehgetan. Wenn ich dir wehgetan habe, dann wollte ich es nicht. Du hast Mitleid mit mir. Nein, kein Mitleid. Ich finde es schrecklich, wie alles gekommen ist. Cassie, sag mir doch wenigstens, dass es nicht sinnlos war. Sag mir, dass mein Leben, dass dieses Leben nicht vergeblich war. Nein, natürlich war es das nicht. Du warst mein Ritter. In all den Jahren, wenn ich mich einsam fühlte, warst du der größte Trost. Auf dich war Verlass. Ethan, eine Frage. Was wird jetzt aus Annie? Ich denke, ihr wird der Prozess gemacht werden. Bringen Sie sie in den Wagen. Nein, warten Sie einen Moment. Oh. Passen Sie auf, Mann! Entschuldigen Sie, ich war so lange gefesselt, dass ich meine Beine kaum fühle. Alles in Ordnung? Wird schon wieder, Ethan. Dürfte ich mich noch von Annie verabschieden? Ja, aber machen Sie schnell. Officer, kommen Sie. Annie. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Mein Herz ist wie ausgebrannt, nichts ist mehr übrig geblieben. Nun dann, hör einfach zu. Steck ihn ein, du wirst ihn brauchen können, Karamir. Oh, Bunny, ich bin dir doch nicht gleichgültig, aber was soll ich sagen? Zum Beispiel, ich krieg von Sekt keinen Schwips. Mit Alkohol werd ich niemals so frivol. Alles, was ich will, bist du. Und jetzt zusammen, ja? Krieg ich dich, dreht die ganze Welt sich für mich. Wirst du es schaffen? Nein, Kelly, geh nicht. Du bestehst durch und durch aus Widersprüchen. Aber das liegt nicht an mir, sondern an der Situation. Ich frage mich, was ich hier noch verloren habe, wenn sowieso nur noch die äußeren Umstände entscheidend sind. Und vor lauter Wenn und Aber verliere ich vollkommen die Übersicht. Weil wir ein wenig Zeit brauchen. Wir beenden nichts. Wir beide zögern nur etwas hinaus. Sobald unsere Zeit kommt, werden wir wissen, wie es mit uns weitergeht. Einverstanden. Bis dahin spielen wir Schach oder Schiffe versenken, oder was? Wir könnten uns zum Beispiel unterhalten. Ja, aber ich würde viel lieber tanzen. Du nicht auch? Na, wie gefällt dir das? Sie haben gerufen? Ja, ich will, dass Sie einen Anruf für mich erledigen. Ich wusste, dass Sie nicht schreiben können. Entschuldigung, war nur ein Witz. Es kann losgehen. Und zwar werden Sie im Waisenhaus anrufen und die Verwalterin Schwester Allegra verlangen. Wie musikalisch.
Und was soll ich ihr ausrichten? Sie hätten es sich überlegt, ihr Mietfreiheit bis zum Jahr 2000 einzuräumen? Ich möchte eine Wohltätigkeitsveranstaltung sponsern, das wäre alles. Eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Haben Sie auch schon einen Termin dafür? Ja, am 4. Juli, nach Möglichkeit. 4. Juli ist gut. Dachten Sie an Hotdogs und Feuerwerk oder schwebt Ihnen etwas Originelleres? Diese Entscheidung sollten wir dem Wohltätigkeitskomitee überlassen. Sie sollen sich was einfallen lassen, wir bezahlen. Wer sitzt da in dem Komitee? Ich hab's gleich. Verraten Sie es nicht. Hören Sie auf damit, bitte. Entschuldigung. Kelly soll nichts von meinen Aktivitäten erfahren. Sagen Sie Schwester Allegra bitte, dass der Geldgeber wünscht, anonym zu bleiben. Haben Sie verstanden? Ja, natürlich. Wie Sie vielleicht wissen, Renfield, war ich selbst ein Waisenkind. Also, was ist daran so falsch, dass ich versuche, es diesen Kindern zu erleichtern? Nichts. Wenn ich etwas falsch finde, dann ist es nur Ihr neues Geschäftsgebaren mit Craig Hunt. Oh, ich glaube, ich hätte dich doch besser gehen lassen sollen. Das kannst du vergessen. Kelly, dein Spiel ist nicht fair. Wenn ich nicht fair spiele, dann nur, weil du die Regeln aufgestellt hast. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Sei etwas geduldig. Das kann ich nicht. Du willst dich unterhalten, okay? Unterhalten wir uns. Oberflächliches Geplauder ist erbeten. Wie war dein Tag, Schatz? Nicht übel. Hast du dich heute wieder wie ein braver Junge nach Geschäften umgehorcht? Ich habe heute schon vielversprechende Schritte in diese Richtung gemacht. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Du wirst es nicht glauben. Es ist ein Volltreffer gewesen. Ein zweifellos lukratives, sehr sicheres Geschäft. Nun, raus mit der Sprache. Ich habe auch Ahnung von Geschäften. Tu nicht so geheimnisvoll. Spuck's aus. Naja, es gibt eigentlich nicht so viel zu erzählen. Es geht um eine Partnerschaft für ein Immobiliengeschäft. Genügt die Antwort? Partnerschaft? Mit jemandem, den ich kenne? Zufälligerweise ja. Oh. Robert Barr. Hier haben wir noch jemanden, der froh ist, wieder zu Hause zu sein. Das kann man wohl sagen. Auch wenn die verantwortlichen Polizisten es anders sehen. Ihr Leben ist wieder weniger aufregend, besonders das von Officer Bramson. Ach, was du nicht sagst. Also Samantha, erzähl mal, was hat es mit Officer Bramson auf sich? Ich glaube nicht, dass ihr alle meine Entchen so schön wie dein Papa singen kann, hm? Nein, auf keinen Fall. Keiner kann das Lied so gut singen wie du. Du brauchst es uns jetzt nicht nochmal unter Beweis zu stellen. Ich habe inzwischen die Strophe richtig drauf, glaub mir. Du lernst eben sehr schnell. Auf jeden Fall bin ich hungrig geworden von dem vielen Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ich habe immerzu an das Coq au Vin mit Petersilienkartoffeln gedacht. Was gibt's zum Abendessen? Zum Abendessen? Verzeih mir. Jede andere Frau hätte den Officer gebeten, vor einem Spielzeugladen zu halten, um das Kind zu beschäftigen, während sie noch mal schnell durch den Supermarkt eilt. Aber darauf bin ich nicht gekommen. Naja, macht nichts. Ich bin gestern einkaufen gewesen. Du brauchst nur den Kühlschrank zu öffnen. Es ist alles da. Ist das wahr? Ja, wieso? Wenn du allein bist, ernährst du dich immer von so merkwürdigen Sachen. Was hast du gegen eine Suppe mit einem Sandwich? Hm? Was denn für eine Suppe? Schildkrötensuppe. Dann habe ich mich geirrt. Die Mami geht jetzt in die Küche und sieht im Kühlschrank nach, was der Papi Schönes eingekauft hat. Mal sehen, ob irgendwas Essbares dabei ist. Mit anderen Worten, die Schildkrötensuppe fällt heute Abend aus, mein Schatz. Ach, könntest du Samantha bitte ein Pullover holen? Sie ist die Kälte hier nicht mehr gewöhnt. Sicher. Papa kommt gleich wieder. Hier, vertreib dir die Zeit mit Onkel Elefant. Bis gleich. Hallo. Guck mal, mein schöner Elefant. Der ist ganz kuschelig. Der Kühlschrank ist doch leer. Den kriegst du nicht. Oh, sie ist aber groß geworden, seit ich sie das letzte Mal sah. Und sie ist ein so niedliches Mädchen. Ich wollte sie gerade fragen, ob sie mir sagen kann, wo ich ihr Gesicht habe. Sie ist so ein hübsches kleines Mädchen geworden. Ich wollte eigentlich wissen, wo dein Daddy ist. Mason? Ich verstehe schon, du willst keine Schildkrötensuppe. Die Hände weg von meiner Tochter. Sofort. Du
und Robert. Ihr beide seid jetzt Geschäftspartner? Mehr oder weniger. Ich meine, Bobby hat ein bisschen mehr Kapital als ich jetzt. Aber du arbeitest für ihn, stimmt's? Ich arbeite mit ihm. Ich denke, wir zwei könnten uns gut ergänzen. Und sehr bald werden wir zwei... Was ist? Ich bin überrascht. Zusammenarbeit setzt keine Zuneigung voraus. Denk an Gilbert und Sullivan, Lennon und McCartney. Die haben schließlich tolle Musik miteinander gemacht und Bobby und ich werden tolle Geschäfte machen. Um was für eine tolle Geschäftsidee geht's denn dabei? Jedenfalls eine legale. Macht dir das vielleicht Kopfzerbrechen? Sehe ich vielleicht so aus? Ich habe den Eindruck, dass dich unsere Geschäftsbeziehung irritiert. Ich bin nur ein bisschen überrascht. Ach ja, wenn das der Fall ist, ich meine dann... Es geht doch nur ums Geschäft, oder? Ach, die Musik ist aus. Kelly, ich habe einen Termin. Kann ich dich nach Hause fahren? Nein, danke, Craig. Ich denke, ich werde noch ein wenig bleiben. Okay. Und, danke. Wofür? Fürs Touren. Nicht für den Tanz? Dafür natürlich auch. Wissen Sie, wo mein Mann ist? Ich muss Sie enttäuschen. Wir wissen zurzeit leider noch nicht, wo er sich befindet. Glauben Sie mir, Mrs. Castillo, wir geben uns alle Mühe, Cruz so schnell wie möglich zu finden. Ihr Mann hat mein Leben gerettet, und zwar mehr als einmal. Offenbar versteht einer der Männer, die Cruz entführt haben, etwas von Medizin. Ich kenne den Bericht. Wir konnten seine Spur von L.A. nach Lissabon verfolgen. Und von dort aus weiter bis hierher? Ja, genau. Der Doktor hat einen Jet gechartert von einer kleinen Firma in Lissabon. Er hatte falsche Papiere, das ist nicht gerade ungewöhnlich für diesen Teil der Welt. Sind Sie ganz sicher, dass Cruz sich hier befindet? Ja, ich denke schon. Ich habe zuverlässige Informanten und die Hinweise sind eindeutig. Sowohl über das Flugzeug als auch über die Ladung, die an Bord gewesen ist. Der Jet ist auf einer kleinen Landebahn ungefähr 3 Meilen vor der Stadt gelandet. Wieso hat man Cruz hierher gebracht? Tja, das ist genau das, was wir uns hier auch fragen.
Wir denken inzwischen, dass der Grund für diese merkwürdige Entführung eventuell ein alter Talisman ist. Das Amulett war ein Geschenk an Cruz von einem Mitglied des Sakit-Indianerstammes. Entschuldigen Sie, aber ich kann Ihnen leider nicht ganz folgen. Ich meine, wie erklärt das seine Entführung nach Nordafrika? Mrs. Castillo, es scheint alles darauf hinzudeuten, dass die Entführung... Worauf hinzudeuten? Ist Ihnen schlecht? Reden Sie! Was ist mit Ihnen? Ich werde das nicht zweimal sagen. Ach ja? Und was werden Sie tun, Mason? Wieso setzen Sie sich nicht? Samantha und ich verstehen uns prächtig. Komm, Samantha, wir zwei setzen uns woanders hin. Hier auf den Stuhl, alles klar. Geht's dir gut, Schätzchen? Oh, wie wunderschön die Kleine ist, nicht? Wissen Sie, ich bin nicht überrascht. Als ich sie zum ersten Mal sah, da wusste ich sofort, dass sie etwas ganz Besonderes ist. Was wollen Sie hier, Derek? Tja, ich dachte, dass ich Ihnen eine Erklärung schulde. Sie meinen, Sie wollen mir erklären, wieso Sie versucht haben, mich umzubringen? Ich denke, wir sind uns einig darin. Es gibt kaum ein stärkeres Motiv als die Rache, oder nicht? Okay, okay, mein Baby, sei still, bitte. Ich muss Daddy was sagen. Steven, Craig, Ethan, Cassandra und ich waren eine Familie. Das können Sie nicht verstehen, Mason, weil Sie nicht wie ich in einem Waisenhaus aufgewachsen sind. Aber die vier waren alles, was ich hatte. Und als Cassandra scheinbar ermordet wurde, da ist etwas in mir zerbrochen. Vielleicht ohne, dass ich es gleich wusste. Ich habe lange Jahre in der Vorstellung Trost gefunden, dass der Mörder von Cassie, Frank Pressman, für seine Tat bezahlen würde. Aber dann musste ich erfahren, dass Pressman unschuldig war. Und damit bin ich nicht fertig geworden. Obwohl es so lange her war. Der Gedanke, dass Cassies Mörder, dass er... frei rumlief, hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte, dass er dafür zahlt. Und Sie kamen auf mich? Ich kam nicht einfach auf Sie. Die Beweise schienen lückenlos zu sein. Und dann musste ich zusehen, was für ein angenehmes Leben Sie führen. Und der Gedanke, dass Ihr Verbrechen ungesühnt bleiben würde, dieser Gedanke war unerträglich für mich. Ich war besessen von einer einzigen Idee. Der Idee, Sie zur Strecke zu bringen. Und mein Durst nach Rache, diese Gier, sich zu rächen, ja, hat mir den Verstand genommen. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass Ihnen Ihr Verstand schon vorher abhanden gekommen war. Ja, viele Leute halten mich für einen kalten und herzlosen Mann. Aber meine Verpflichtungen sind etwas, das ich sehr, sehr ernst nehme. Auch wenn Sie es mir nicht glauben. Aber Gott sei Dank ist Cassandra wieder da. Und dem Vater dieses kleinen Mädchens ist nichts geschehen. Hätten Sie denn diese Erklärung nicht schon neulich Nacht liefern können, anstatt fortzulaufen wie irgendein Krimineller? Nein. Ist jemals ein Mensch, den Sie sehr geliebt haben, überraschend von den Toten zurückgekommen? Ja. Wenn das so ist, sollte Ihnen eigentlich klar sein, was das für einen bedeutet. Ich war im Begriff zu töten. Ich war im Begriff, Cassie zu rächen, und dann ist sie auf einmal wieder da. Ich konnte es gar nicht fassen. Verstehen Sie? Ich wollte einfach so schnell wie möglich weg. Ehrlich gesagt, kommt mir Ihre Erklärung ein wenig zu spät. Was ich tat, Mason, tat ich für die Gerechtigkeit. Alle meine Handlungen waren gerechtfertigt. Durch die Beweise und die Umstände, das sollten Sie nie vergessen. Aber jetzt sind die Umstände ganz andere. Und ich habe keinen Grund, Ihnen etwas zu tun. Sie sagen also, ich kann jetzt wieder auf die Straße gehen, ohne dass ich befürchten muss, dass mein Rücken eventuell zur Zielscheibe einer Ihrer Killer wird. Verstehe ich Sie da richtig? Ich wünsche nur das Beste. Für Sie und Ihre Familie das Allerbeste. Erwarten Sie jetzt von mir, dass ich sage, vergessen und vergeben? Nein, das erwarte ich nicht. Sie erwarten aber von mir, dass ich keine Schritte gegen Sie unternehme. Das überlasse ich Ihnen. Ich
dachte nur, ich schulde Ihnen beiden so etwas wie eine Erklärung. Die haben wir jetzt gehört. Eigentlich hätte ich keinen Grund dazu, nicht ans Telefon zu gehen und sofort die Polizei zu benachrichtigen. Ich weiß einen sehr wichtigen Grund. Entschuldigung. Der Polo-Club, richtig, Rita? Und ich verkehre auch woanders, nicht ausschließlich im Polo-Club. Gut, vielleicht können Sie mir dann helfen. Ich suche die Chefin dieses Clubs, eine Mrs. Richards. Aber sicher kann ich das. Ich bin Greta Richards. Die Welt ist klein. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mrs. Richards. Sie können ruhig Greta zu mir sagen. Ich bin kein Freund von Förmlichkeiten. Ich bin Craig Hunt. Ich weiß. Und was möchte Craig Hunt bitte schön von mir? Tja, wissen Sie, eigentlich suche ich Ihren Mann. Danke. Ich habe mich 10 Minuten verspätet. Wir waren verabredet. Und jetzt ist er noch da. Er ist gar nicht hier gewesen. Er war gezwungen zu verreisen. Ein wichtiger Geschäftstermin. Oh, das ist Pech. Das würde ich nicht sagen. Ich habe sein volles Vertrauen. Und deshalb können Sie ebenso gut mit mir reden, Craig. Schwester Allegra, hier ist Kelly Cabral. Ich wollte nur von Ihnen wissen, wann dieses Treffen mit der Installationsfirma stattfindet, weil... Ein Bankett? Für was? Für das Kinderheim? Wer in aller Welt spendet denn nur solche Riesensummen? Nein, ich dachte nur, ich hätte ein Recht, es zu wissen. Und natürlich würde ich es keinem sagen. Na gut, dann, wenn Sie es nicht möchten... Und wissen Sie was? Ich denke, ich habe auch schon einen perfekten Ort für die Wohltätigkeitsveranstaltung. Warten Sie ab, Schwester. Wahrscheinlich kann ich das heute Abend noch klären. Ich rufe Sie zurück. Okay, bis dann. Vielleicht trauen Sie es mir ja nicht zu, aber ich verfolge alle Geschäfte meines Mannes ziemlich genau. Und ich plane seit einiger Zeit auch geschäftlich aktiv zu werden. Wenn Sie also einen interessanten Vorschlag haben, könnten ja auch wir... Kelly. Störe ich euch? Hier ist dein Schlips. Oh, danke. Hallo, Kelly. Das ist Greta. Wir kennen uns bereits, und zwar seit sehr langer Hallo, Zeit. Hallo, Kelly. Craig und ich sind mitten in einer geschäftlichen Unterredung. Wunderbar. Über Geschäfte wollte ich auch mit dir reden. Ausgerechnet jetzt. Wenn es dir nichts ausmacht. Falls du es schon weißt oder auch noch nicht weißt. Ich organisiere eine Spendenaktion für das Kinderheim. Ich weiß, du bist zu einer gemeinnützigen Tätigkeit verdonnert worden. Wegen Trunkenheit am Steuer, richtig? Und jetzt putzt du überall die Klinken. Falls du hier bist, um mich zu irgendwelchen Spenden zu bewegen, Nein, ich dann... bin hier, weil ich deinen Laden mieten will, für ein Wohltätigkeitsessen. Ich nehme an, das wäre schon möglich. Wir sind nur ziemlich teuer, es sei denn, wir einigen uns auf einen Tag in der Nachsaison, wo es bei uns etwas ruhiger zugeht. Ich spreche aber übermorgen. Ach, das ist völlig unmöglich. Wir haben Gönner, die dir zahlen, was immer du verlangst. Wer? Das darf ich leider nicht sagen. Sie wollen lieber anonym bleiben. Dann ist es nicht CC. Denn wenn dein Vater sich dazu durchringt, etwas zu spenden, dann will er gleich, dass die ganze Welt davon erfährt. Können wir diesen Laden hier nun anmieten oder nicht? Craig, haben Sie etwas mit diesem Projekt zu tun? Das werde ich hoffen. Ich war in diesem Kinderheim. Tatsächlich? Klingt nach einer faszinierenden Geschichte. Die müssen Sie mir irgendwann mal erzählen. Kelly, ich werde sehen, was sich machen lässt und wie viel ich euch berechnen muss. Craig, ich werde Harland Bescheid sagen. Aber vielleicht kommen wir zwei ja auch mal ins Geschäft. Bis dann. Das wusste ich ja gar nicht. Ihr zwei kennt euch also. Das verblüfft dich, was? Und ich wundere mich darüber, dass du offenbar Geschäfte mit ihrem Mann machst. Um Gottes Willen, was ist mit Brett? Oh mein Gott, Michael. Ist er tot? Es sieht so aus. Wer immer diesen vergifteten Pfeil abgeschossen hat, wollte jedenfalls verhindern, dass er mit uns redet. Das ist wie in einem schlechten Indiana Jones-Film. Was sollen wir tun? Wir müssen ihn hier rausschaffen, so schnell es geht und ohne großes Aufsehen zu erregen. Michael ist tot. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Außen vor der Tür steht ein Wagen mit einem anderen Agenten. Der kann uns jetzt behilflich sein. Das ist die einzige Möglichkeit. Sie bleiben hier. Ja, und was soll ich tun?
Ich bin so schnell, ich kann wieder hier. Harry, los, na komm schon, ich hab's dir doch gesagt. Einer mehr ist einer zu viel. Na los, lass uns gehen, du musst an die frische Luft. Du brauchst einen starken Kaffee, der bringt dich wieder auf die Beine. Na komm schon, hör dich nicht an. Ah, Vitaro. So, Vitaro. Ah. Ist alles in Ordnung? Was ist los? Michael. Du machst jetzt Geschäfte mit Harland Richards und Robert Barr? Ja, wir haben ein paar Angebote, an denen Richards interessiert sein könnte. Ah, verstehe. Tja, die ganze Sache fängt jetzt langsam an, einen Sinn zu ergeben. Welche Sache? Weißt du, dass Harland Richards einer der schärfsten Konkurrenten meines Vaters ist? Die bekämpfen sich schon seit Jahren. Nein, wusste ich nicht. Ich meine, ich wusste, dass sie Rivalen auf dem Polofeld sind, aber ich dachte, das wäre alles. Ganz und gar nicht. Sowas würde ich von Robert erwarten, Craig. Hör zu, wenn du irgendetwas gegen meine Familie vorhast, werde ich dir das niemals verzeihen. Ich verspreche es dir. Und was da läuft, hat mit den Catwalls nichts zu tun. Glaub mir, Kelly. Ich will nicht noch mehr herum zwischen uns auf. Es wäre außerordentlich töricht von Ihnen, Inspektor Castillo, wenn Sie so etwas noch einmal versuchen würden. Es sieht nicht so aus, als würde ich noch einmal eine Gelegenheit haben. Ich verlasse die Stadt. Ich muss meine Truppen in die Schlacht gegen den Sultan von Kabir führen. Ich hoffe, wenn ich morgen zurück bin, haben Sie über Ihre Lage nachgedacht. Vielleicht begreifen Sie auch, dass Ihre einzige Alternative ist, jetzt endlich mit uns zu kooperieren. Meine einzige Alternative? Wozu? Ich bedrohe Sie nicht. Das tue ich nie. Eins allerdings sollte klar sein. Wenn Sie nicht das tun, was wir erwarten, dann werden wir alle in Schwierigkeiten geraten. Wirklich? Und was genau wäre das, was Sie von mir erwarten? Was soll ich unter Kooperation verstehen? Ich wäre schon zufrieden, wenn Sie meine Gastfreundschaft akzeptieren würden. Gastfreundschaft? Wie kann ich etwas akzeptieren, was Sie mir nur zum Schein anbieten? Sie wissen, dass ich mich hier nicht als Gast aufhalte. Und eigentlich wollten Sie mich hier gar nicht. Ihre Handlanger, die mir den Talisman stehlen sollten, haben mich nicht eingeladen. Die wollten mich umbringen. Und erst viel später wurde Ihnen dann schließlich klar, dass es einen guten Grund gibt, mich in Ihre Gewalt zu bringen. Ach, wirklich? Und was für ein Grund, bitte? Sie kennen ihn. Sagen Sie ihn mir. Nein, ich werde Ihnen weiterzuhören. Bitte fahren Sie fort. Wir haben leider nicht sehr viel gemeinsam. Ich weiß nicht recht, wo ich beginnen soll. Sie denken, dieser Stein verfügt über magische Kräfte. Das denke ich nicht. Ich frage mich jetzt, was wissen Sie über diesen Stein? Ich kenne die Legende so, wie sie mir berichtet wurde. Von dem alten Schamanen? Von dem Schamanen, ja. Und mehr nicht. Das ist nicht sehr viel, aber eines könnte schon wichtig sein, und zwar, dass die Sakit zutiefst davon überzeugt waren, dass der Schamane permanenten Kontakt zu dem Talisman haben muss, damit der Stein seine magische Kraft nicht verliert, besonders in Vollmondnächten, wenn der Talisman seine stärkste Kraft hat. Und was heißt Kontakt? Tja, genau das ist die Frage, aber die Legende, die ich kenne, sagt, dass je länger der Talisman nicht von dem Schamanen getragen wird, desto schwächer wird die Wirkung. Und dass eventuell, wenn er lange Zeit vom Schamanen nicht getragen wird, seine Kraft für immer verschwindet. Sie sind sehr clever, Mr. Castillo. Und die Geschichte ist ziemlich gut ausgedacht. Tja, danke. Aber das war zu erwarten, oder nicht? Ich meine, schließlich bin ich der Schamane. Hier ist mein größter Schatz, Mr. Castillo. Ich hoffe, sie wird Ihnen gefallen. Ich bin eigentlich ganz sicher. Bitte. Keine Sorge, Julia. Mason? Ich verschwinde aus Ihrem Leben für immer. Da können Sie ganz sicher sein. Warten Sie! Wie können wir da ganz sicher sein? Wenn Sie verschwinden wollten, wieso sind Sie dann noch in der Stadt und was wollen Sie von mir?
Ich wollte nur, dass Sie meine Handlungsweise auch verstehen. Ich wollte, dass Sie verstehen, worum es eigentlich ging. Aber jetzt sehe ich, dass es ein Fehler gewesen ist. Das kann Ihnen doch egal sein, ob wir Sie verstehen. Ja, richtig. Es geht dabei auch nicht um Sie, es geht um jemand anderen. Derek, bitte. Bitte, tun Sie ihr nichts. Wie? Bitte, lassen Sie sie runter. Natürlich, Julia. Komm, Samantha. Mein Gott, was denken Sie denn? Dachten Sie, dass ich ihr etwas antun könnte, Ihrem kleinen Baby? Mein Gott, wie konnten Sie nur? Geh zu Mami und Daddy, Kleines. Ach, komm her, mein Schätzchen, komm. Keine Bewegung, Freundchen. Sie sind verhaftet. Robert? Maria vom Waisenhaus. Schwester Allegra und wir alle hier haben das Bedürfnis, Ihnen für Ihre äußerst großzügige Spende zu danken. Wir werden selbstverständlich Ihre Anonymität wahren, aber wir möchten Ihnen sagen, wie dankbar wir Ihnen sind. Wenn du die Bar übernehmen würdest, könnten wir uns einen zweiten Bartlos ersparen. Das Geld würde dann dem Kinderheim zugutekommen. Mit anderen Worten, ich soll die ganze Nacht arbeiten, ohne bezahlt zu werden. Ist dir klar, was du da verlangst? Es ist für die Kinder, Rick. Na gut, wenn du stur bleibst und wir dich für die paar Stunden bezahlen müssen, dann werde ich... Hallo, bitte, bitte, wo ist dein Sinn für Humor? Nur ein Witz, ich mach das schon. Natürlich, nur soweit ich auch Zeit habe, aber soweit ich... Hallo, Kelly. Rick. Robert. Vielleicht sollte ich jetzt lieber gehen. Nein, warte, Rick. Wir wollten uns doch noch über deinen Einsatz bei dem Wohltätigkeitsdinner unterhalten. Das wird eine riesige Veranstaltung werden. Na, wie sieht's aus? Wirst du für uns Zeit haben? Los, kommen Sie. Was wollen Sie eigentlich hey, von mir? Hey, keine Panik, ja? Ich wüsste ganz gerne, wieso Sie gerade durch die Hintertür verschwinden wollten. Meine Schicht ist zu Ende. Ach ja? Und wer löst sie ab? Ich sehe keinen anderen Kellner. Ich verstehe Sie nicht. Oh doch, Sie verstehen sehr gut. Ich habe eine Frage. Haben Sie in der letzten halben Stunde in dieser Bar jemanden gesehen, den Sie nicht kannten? Ja. Sie. Und die Frau. Und den Mann, den Sie... Hören Sie auf, sich dumm zu stellen. Ich habe nichts gesehen und ich weiß nichts. Wenn Sie Ärger machen, rufe ich die Polizei. Nein, das wird nicht nötig sein. Wozu brauchen Sie die Polizei? Wir wollen doch nur, dass Sie uns ein paar Fragen beantworten. Ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts. Sie hören sich an wie eine kaputte Schallplatte. Sind Sie sicher, dass Sie nichts wissen? Vielleicht weiß ich ein bisschen. Ich bin nicht sicher. Vielleicht wissen Sie mehr als nur ein bisschen. Es kommen eine Menge Leute in diese Bar und es werden eine Menge Gespräche geführt. Kennen Sie zufällig einen Mann, der hier wohnt, einen Arzt namens Dr. Rashid? Dr. Rashid? Vielleicht sollten wir lieber Ihren Vogel befragen. Kennen Sie nun Dr. Rashid oder nicht? Welcher Rashid? Wir suchen diesen Mann. Hier ist ein Bild von ihm. Kennen Sie ihn? Ja, ich glaube, ich kenne diesen Mann. Wo können wir ihn finden? Viel zu gefährlich. Mir ist es egal, ob es gefährlich ist. Mir nicht. Ich komme in Schwierigkeiten, wenn ich rede. Manchmal machen ein paar Dollar einen Mann tapfer. Wie viel meinen Sie? 500 amerikanische Dollar. Der amerikanische Dollar ist nicht das, was er mal war. Wo ist Rashid? Reden Sie endlich. Sie sollen anfangen zu reden. Wollen Sie noch mehr Schwierigkeiten? Was ist? Michael, das Genick, wenn Sie nicht reden. Wie viel verlangen Sie? 1000 amerikanische Dollar. Dann werde ich alles für Sie herausfinden, was Sie wollen. Das hoffe ich. Ich muss gehen. Informationen besorgen. Sie werden nirgendwo hingehen. Sie sagen uns jetzt sofort, was Sie wissen. Nein. Ich will erst mit ein paar Leuten reden, um sicher zu sein. Also, sind Sie einverstanden? Wie lange werden Sie brauchen?
Nicht länger als 30 Minuten. Wir treffen uns in der Bar, okay? Also gut. In 30 Minuten. Los. Wie wär's denn mit einer kleinen Anzahlung, einverstanden? Verschwinden Sie. 30 Minuten. Ich hoffe, das klappt. Wir haben leider keine Wahl. Wir müssen Cruz finden. So schnell es geht. Mach's dir nur bequem, Craig. Dankeschön, habe ich bereits. Darf ich erfahren, was du da tust? Ich hatte ein paar Fragen, Bobby. Ach ja, liest du deswegen die Papiere auf meinem Schreibtisch? Nein. Ich bin wegen Harland Richards hier. Hast du ihn getroffen? Nein, er ist verreist. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass er und Cece Capwell Rivalen sind? Ist das wichtig? Allerdings. Ich arbeite auf keinen Fall gegen die Capwells. Aber das wusstest du, oder? Ich dachte, es wäre egal. Jetzt hör mir mal gut zu, Bobby. Alles, was den Capwells schadet, werde ich auf keinen Fall mehr mitmachen. Mich erstaunt das ein bisschen, jedenfalls wenn die Gerüchte stimmen, die ich gehört habe. Du und deine Kumpel aus diesem Kinderheim. Ihr habt anscheinend den Versuch gemacht, Mason Capwell ins Jenseits zu befördern. Ich nicht. Ich hoffe, das stimmt. Das wäre nicht besonders gut fürs Geschäft. Ich fürchte, was wir überhaupt nicht brauchen können, ist ein Skandal. Keine Angst, Bobby. Ich kenne die Regeln. Es wird nichts passieren, was unser Geschäft gefährdet. Hoffentlich. Möglicherweise war meine Entscheidung über unsere Partnerschaft ein bisschen voreilig. Bitte. Bitte. Das wird nicht funktionieren, okay? Ich will nicht, dass du das tust. Also, wieso gehst du nicht wieder? Nein! Tu das nie wieder. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich weiß, du willst das nicht tun und ich will es auch nicht tun. Also, tun wir es nicht, okay? Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Entschuldige. Das ist ganz eindeutig der Mann, der versucht hat, mich zu entführen. Das kann ich vor jedem Gericht beschwören. Und ich habe 4 Zeugen dafür, dass er versucht hat, mich umzubringen. Danke, Mr. Capwell. Das wär's fürs Erste. Das Protokoll, das machen wir später. Gehen. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ist Samantha okay? Ich glaube, dass es ihr gut geht. Sie hat gar nicht verstanden, was los war. Höchstens gespürt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Denkst du, Derek hätte ihr etwas angetan? Wie soll ich denn das wissen? Er hat versucht, dich umzubringen. Der Typ ist unberechenbar. Du hast recht. Komm jetzt, wir gehen ins Bett. Mason? Wer hat eigentlich die Polizei gerufen? Keine Ahnung. Ich war einfach erleichtert, als sie da war. Ich habe sie nicht gerufen. Gut, aber wer kann es dann gewesen sein? Wer? Mit anderen Worten, auch wenn du gut bezahlst, es springt nicht genug raus für mich. Entschuldige, aber ich sehe das völlig anders. Ich darf meine Stammkunden nicht vernachlässigen. Wenn ich die verprelle, kann ich sie leicht als Kunden verlieren. Oh nein, die kommen wieder. Seit wann bist du denn Experte im Bargeschäft? Ach komm schon, du interessierst dich doch gar nicht für diese Bar hier. Die paar Dollar, die du mit dem Laden verdienst, reichen nicht mal für deinen Friseur. Also deine Verhandlungsmethoden sind außerordentlich subtil. Wusstest du das, Kelly? Hör zu, so eine Veranstaltung verschafft dir sehr viel Publicity. Es werden scharenweise Reporter hier sein. Alle werden davon tief beeindruckt sein. Und vielleicht sogar auch dein Ehemann. Allerdings würde ich das bezweifeln. Okay, ich will den Chef vorher. Einverstanden. Gut. War mir ein Vergnügen, mit dir zu verhandeln. Das Vergnügen war ganz meinerseits.
Na, wie ist das gelaufen? Oh, oh. Sie ist eine Heilige. Mutter Teresa sollte vielleicht Stunden bei ihr nehmen. Hat's geklappt? Ja, es hat geklappt. Sie wird dann uns vermieten, aber das ist nur der erste Schritt. Wir brauchen irgendein Programm. Vielleicht könnten Sie und Amado Kelly, tanzen. Kelly, warte mal. Geht's dir auch gut? Ich hab viel um die Ohren, Rick. Robert Bauer? Was soll das? Tut mir leid. Ich hab gedacht, die Tatsache, dass Robert Bauer wieder in Santa Barbara ist, könnte für dich ein paar Irritationen mit sich bringen. Rick, im Moment gibt es Wichtigeres als Robert Bauer. Ich hab wirklich andere Probleme. Gehen wir, Nicky? Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen, Bobby. Ich hab mit der ganzen Sache nur am Rand zu tun. Keiner wird mir irgendwas anhängen können, glaub ich. Mag sein, aber sie können deinen Namen in den Dreck ziehen. Wenn schlechte Publicity wirklich geschäftsschädigend ist, wäre Barra Industries schon seit langer Zeit pleite. Wir können zurzeit kein Risiko eingehen, Craig. Ich dachte, das wäre dir klar. Bist du sicher, dass es nur ums Geschäft dabei geht? Natürlich geht's ums Geschäft. Warum denn sonst? Gute Frage. Das sind deine persönlichen Angelegenheiten. Das würde ich genauso sehen. Partnerschaft oder keine Partnerschaft? Ich warte auf deine Antwort. Die Antwort auf welche Frage? Hat dieses Geschäft mit Richards in irgendeiner Weise Nachteile für die Capwells? Es hat nichts zu tun mit den Capwells. Das wollte ich hören. Seit wann interessierst du dich für dieses Kinderheim? Mir gehört das Grundstück, auf dem es steht, aber keine Sorge. Ich werde es nicht niederreißen, um ein Hotel zu bauen. Oh Gott. Kelly wird es bestimmt freuen. Du weißt ja, dass sie da arbeitet. Ich habe keinen Vertrag mit Kelly Capwell, sondern mit der Kirche. Ich will nur, dass sie wieder auf die Beine kommen und dann bei mir meine Schulden bezahlen. Bist du jetzt zufrieden? Das wird sich zeigen. Mach dir keine Sorgen. Und ruf mich an nach dem Treffen mit Richards. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Craig. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Der kommt schon. Die halbe Stunde ist doch schon um. Nein, nicht ganz. Er hat noch eine Minute. Wenn er nicht wiederkommt, werden wir wohl oder übel nach ihm suchen müssen. Er will doch das Geld haben. Ganz bestimmt kommt er wieder. Na, hoffentlich. Ohne ihn werden wir Cruz nie finden. Möchten Sie etwas trinken, solange wir hier warten? Nein. Und dann wird's auch Zeit, dass Sie mal was essen. Ich habe keinen Hunger, danke. Sie müssen etwas essen. Wenn Sie Cruz helfen wollen, dann müssen Sie unbedingt bei Kräften bleiben. Ja, sicher, das weiß ich. Aber ich habe einfach keinen Hunger. Drinks für alle. Drinks für alle. Oh Mann, hallo. Hallo, Drinks für alle. Erkennen Sie das? Das hat unser Kellner getragen, wenn ich mich nicht irre. Wir brauchen einen zweiten Barkeeper, der euch helfen kann. Und was ist mit dem Rest des Programms? Ich arbeite dran. Okay. Oh, entschuldigen Sie, ich bin gleich wieder da. Hallo. Hallo, Kelly. Du bist vorhin so schnell von hier verschwunden. Ich weiß jetzt aber, was ich wissen wollte. Gut. Es ging um dieses Geschäft mit Robert und Richards. Es hat nichts zu tun mit deiner Familie. Oh, das freut mich. Schön, denn andernfalls wäre ich vorher ausgestiegen. Glaubst du mir das? Wieso fragst du? Tja, weil eure Erfahrung mit mir nicht sehr gut war. Menschen verändern sich, Craig, das weiß ich. Und wenn sich einer verändert hat, dann du, sonst würden wir gar nicht miteinander reden. Und bitte entschuldige, dass ich vorhin so unwirsch wegen Robert war. Du hast gar keinen Grund, dich zu entschuldigen. Deine Reaktion ist äußerst schmeichelhaft für mich. Sie zeigt mir nämlich, dass ich dir etwas bedeute. So ist es auch. Wie läuft deine Veranstaltung? Fantastisch. Es wird ein großer Erfolg werden, dank unseres geheimnisvollen Wohltäters. Hat er sich das etwa ausgedacht? Ja? Wieso sagst du er und wieso interessiert dich das jetzt? Oh, also, ja, weil ich daran dachte, euch auch etwas zukommen zu lassen, deswegen. Dann solltest du das auch tun. Gut. Vielleicht darf ich dir auch sonst irgendwie helfen. Gerne, das wäre wunderbar. Er war vermutlich auf dem Weg zu uns. Wir müssen ihn finden, Michael. Er ist unsere einzige Spur zu Dr. Rashid. Dr. Rashid? Dr. Rashid?
Dr. Rashid? Dr. Rashid? Pasha Omar? Pasha Omar? Pasha Omar? Pasha Omar? Okay. Es ist alles in Ordnung. Nein, ich muss das tun. Dein Ehemann hat nicht das Recht, so etwas von dir zu verlangen. Verstehst du das? Du verstehst nicht. Er tötet mich, wenn ich es nicht schaffe, dich zu verführen. Wieso? Was verspricht er sich bloß davon? Bitte. Warte eine Sekunde. Er will ein Baby, ist es das? Dein Ehemann will, dass du ein Kind von mir empfängst, richtig? Das ist ja ungeheuerlich. Er will ein Kind. Mit denselben magischen Kräften, die er bei mir vermutet. Bitte. Was? Bitte. Er darf nie erfahren, dass du es weißt, bitte. Von mir wird er es nicht erfahren, glaub mir. Und ich bin auch nicht bereit, ihm zu helfen. Allerdings könnte ich mir gut vorstellen, dass wir uns gegenseitig helfen. Böse Zungen nennen sie Stutenbeißerinnen, die Rivalinnen im Job. Sind Frauen eigentlich wirklich so schlimm, wenn es um die Rivalin geht? Wie gehen sie mit der Frau um, die droht, ihr den Mann abspenstig zu machen? Wir haben Rivalinnen eingeladen, heute um 16 Uhr. Ich kratz dir die Augen aus.